Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuer Rot. Wir waren beim Dingensbummens Gebäude mit den Dingensbummens Gegnern und haben uns das Dingensbummens geholt. Das Silpko. Wie auch immer. Das heißt, wir werden uns jetzt auf nach Lavandia machen. Na, wir sind nicht faul, wir gehen zu Fuß. In welchem Stockwerk sind wir? Zweites, okay. Das glaube ich eh schneller als mit dem Fahrstuhl. Wir werden uns jetzt auf nach Lavandia machen. Und dort gibt es ja den Pokémon Geisterturm. Ja, und da werden wir uns jetzt mal die Geister verknüpfen. Und wir müssen ja noch ein Pokémon umbenennen. Und zwar Glurak. Ist ja jetzt kein Glutexo mehr. Kann jetzt ja nicht mehr Glutexo hier heißen. So, wo müssen wir dann überhaupt lang? Ach. Mensch, gehen wir erstmal im Pokémon Center. Falsche Seite. Ups. Waren wir hier schon drin? Nein, noch nicht. Ach, verdammt. Nein, ich wollte doch noch gar nicht. Das war unvorsichtig. Schwarzgurt. Adrianus. Och, na ja. So, Mankey werden wir auch noch hinbekommen. Na wunderbar. Oha, sogar Level 39 schon. Und Razaf. Aber auch den machen wir, ja, auch den werden wir mal langsam hier ein bisschen in seine Grenzen weisen. Zwar noch nicht mit dem ersten Schlag, aber dafür gleich mit dem zweiten. Na, das bringt's ja auch. Na, das wusste ich. Oh, welche Überraschung. Ein Macholo. Nein, ach, die falsche Attacke. Na gut, es reicht anscheinend trotzdem. Maschok. Natürlich nehmen wir wieder Eis. Ah, das ist natürlich auch sehr ärgerlich, wenn man mit einem Kampf einfriert. Das kenne ich auch. Ach, und das ist nicht mal sehr effektiv. Was haben wir hier noch für Pokémon? Dann können wir auch eigentlich gleich... Ach, bin ich wieder auf beiden Seiten. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit den bloßen Händen. Alter Angeber. Ach, na ja, gut, dann schickt halt einen Razaf hin.
Das ist eh ein Abwehrbollwerk. Rüsselmops. Oh. Ich hab nichts gesagt. Und das, obwohl sie nicht effektiv war. Hoho. Ich habe eine Prellung. Ja, ich glaube am Kopf fast eine Prellung. So. Wer erwartet uns jetzt? Ach, Schwarzkopf Mehmet. Melvin. Gut, für einen Menki reicht's noch. Das ist wieder ein bisschen. Aber das sollte jetzt auch für Razaf reichen. Naja, na eben. Okay. Oh. Wie dicht er auf einmal an uns dran kam. Ach ja, wir dürfen uns ein Pokémon aussuchen. Was nehmen wir denn? Einer mit Tritten, ne? Sonst kämpfen die ja mal alle mit den Händen. Dann nehmen wir mal einen Kick-Dee. Ja, setz ruhig rein, du alter Angeber. Ach komm, Mensch. So, einmal Psychokinese und dann hat sich die Geschichte hier fast. Ja doch, Volltreffer sogar. Nocturnus, wobei Nocturnus ist auch cool. Schade, dass die sich nicht noch entwickeln. Na gut, du hast es so gewollt, Nocturne. Dann halt so. Nein, das ist jetzt weg. Hä? Er sagte ein Pokémon, er hat doch gar nichts gesagt, oder? So, haben wir das auch nochmal eben so abgehakt? So, jetzt wollte ich aber das Pokémon Center finden. Das war, glaube ich, unten auf der anderen Seite. Oder auch nicht. Dann war es hier unten. Genau, es ist eigentlich schon fast die letzte Stelle, die übrig bleibt. Plop, plop, plop. Nein, ich möchte nicht nochmal heilen. Danke. So, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach L.
Ja, okay. Fliegen. Ich würde gerne auch mal so hier hinfliegen können. Was ist hier los? Ach, da ist zurück. Warum heißt denn das eigentlich nochmal Indigo-Plateau? Warum Indigo? Ich wusste es, glaube ich, mal. Was für eine Verschwendung jetzt vom Sprit hier. Extra dahin fliegen, obwohl das so nah ist. Oh. Dum, 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 dum. Das war hier, ne? Nein. Namensbewerter. Es ist genau wieder das letzte Haus. Selbstverständlich. Nein. Glurakuli. Wie Kohlrabi. Nee, Gluraki. Nein, Glurakuli, passt schon. Womit würdest du deine Suppe? Ich würze meine Suppe mit Glurakuli. Und du? Ja, ich benutze noch Miracoli. Ich schätze, das passt ganz gut, aber so ein schönes Sonderzeichen. Oh, das hat was. Nee. Nee. Das verwirrt. Fertig. Glurakuli. Ein Venusspiegel. Ja, sehr schön. So, was läuft hier im Fernseher bei uns? Es scheint Spaß zu haben, aber es paart sich da nicht irgendwie gerade, es pflanzt sich nicht fort, oder? Paaren sich Pokémon eigentlich? Also die paaren sich ja schon, aber wie machen die denn das? So wie Menschen oder so wie normale Tiere? Oder findet das irgendwie per Gedankenübertragung statt? Oder befruchten die sich dann? Vielleicht könnte uns das Kilian mal erklären. Also Kilian, wie paaren sich Pokémon? Sieht das ungefähr so aus wie bei anderen Tieren? Wie bei Affen oder bei Karnickeln oder sowas? Oder wo sitzen denn die Geschlechtsteile der Pokémon? Ich freue mich schon auf jeden Fall auf Antworten. So, und ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht noch, ich habe irgendwie jede Pokémon-Folge so eine Frage, und das ist jetzt halt meine Frage für diese Folge. Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, in den Pokémon-Turm zu gehen, weil unsere Zeit ist nämlich jetzt schon am Ende. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bin gespannt auf Kilians Antwort, ob er darauf eine Antwort hat. Vielleicht berührt ihn diese Frage auch peinlich und möchte es nicht sagen. Aber auch für unangenehme Fragen sind wir da. Beziehungsweise bin ich da. Ich stelle sie, die unangenehmen Fragen. Und darauf muss er sich halt einstellen. So. Nur damit das mal so geklärt ist, die Grundsätze hier. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wollte ich gerade sagen. Und wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.